Das Auge, das ich für Konstantin stehlen soll, liegt in der aufgegebenen Kathedrale der Hamariten. Vor etlichen Jahren gab es dort irgendeine Katastrophe und die Bewohner verließen den Stadtteil. Ich habe wilde Gerüchte über den Zwischenfall gehört, über Zombiehorden und lodernde Brände. Heute ist der Stadtteil ummauert und niemand darf hinein. Nicht, dass viele Bewohner der Stadt überhaupt das Bedürfnis danach verspürten. Pläne des Stadtteils findet man leicht auf Dachspeichern und in alten Truhen. Allerdings ist meine Karte, wie die meisten, gut 50 Jahre alt. Ich werde mich durch die Ruinen zur Hamaritenkirche voranarbeiten und einen Weg hineinsuchen. Wenn ich erst in der Kathedrale bin, muss ich das Auge finden. Irgendetwas sagt mir, dass es kein leichter Gang wird. Aber für das viele Geld, das mir versprochen wurde, nehme ich das größere Risiko gerne auf mich. Die zerfallene Kathedrale. Finden Sie die Kathedrale. Finden Sie einen Weg in die Kathedrale und stehlen Sie das Auge. Nutzen Sie die Gelegenheit, um weitere Wertsachen zu stehlen. In den Ruinen soll ein wertvolles Stück der Schlangenreif liegen. Finden Sie ihn. In diesem Stadtteil gab es früher ein Denkmal, das Grab des Wachtmanns. Diebe hinterlassen dort Münzen als Glücksbringer. Sicherheitshalber haben Sie auch ein paar Münzen in der Tasche. Verlassen Sie die Ruinen. Ja, ich musste also Münzen hinterlassen, nur damit ich Glück habe. Das ist mir irgendwie neu, aber gut, dann... Ja, wir haben Weihwasser, weil Garrett sagte ja, es soll Zombie-Horden geben. Ich bin auch sehr erfreut, dass er es mal beim Namen genannt hat und nicht gesagt hat, ja, da spukt es mal wieder, ne? Also ich wäre erstmal für Heiltränke, die beiden, die vorhanden sind. Weihwasser. Haben wir Seifeile, ja. Blitzbomben nehme ich ganz gerne. Na, die kaufe ich alle. Ein Tipp brauche ich nicht. Eine Mine brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, aber wir haben noch so viel Kohle. Was kaufen wir denn dafür? Na, Wasserpfeile vielleicht noch ein paar. Und jetzt noch Weihwasser. Ja, legen wir unser Geld doch gerade sehr gut an. Finde ich super. Ja, dafür kriegen wir wahrscheinlich gar nichts mehr. Ah, doch, noch ein Moosfall. Okay. Ja, da haben wir doch gut geshoppt. Dann fangen wir mal an. Und da sind wir. In einem Level... Naja, irgendwie mag ich's. Also doch, ja. Ich kann ja jetzt nicht immer bei jeder Mission sagen, ich mag das Level nicht. Papyrus, lesen wir das. Abteilung für öffentliche Arbeiten. Arbeitsbefehl. Die Kraftnetzkontrolle für die Gegend südlich von Rubinstraße befindet sich in einem Wohnhaus. Man sollte sie in ein Kraftwerk verlegen, wie alle übrigen Kontrollgeräte auch. Wir müssen daher unbedingt in der Nähe eine neue Zelle für die Wartung bauen. Das kartografische Büro sollte damit beauftragt werden, alle Kraftwerkstationen in die Karte einzutragen. Wir waren in solchen Dingen zu nachlässig in der letzten Zeit. Ach, also wegen euch gibt es hier also unvollständige Karten. Deswegen müssen wir mit so einer veralteten Karte hier rumlaufen. Das finde ich nicht gut. Aber es ist mal wieder irgendein Amt für irgendwas, ne? Also hier kann man einen beliebigen Beamtenwitz einfügen. Das werde ich jetzt nicht tun. Und hier scheint schon sowas zu sein. Und das hier ist übrigens keine Disco. Das hatte ein Let's Player dann gesagt hier so, oh, Disco, cool und so. Wenn man das anmacht, bleibt das auch an. Das flackert nur am Anfang. Und irgendwie möchte ich wissen, ob da oben was ist. Aber ich werde einen Seilpfeil nehmen und nicht einfach so da hochspringen, weil wahrscheinlich wird es nicht gehen. Liegt da was? Liegt da was? Ich sehe nichts. Warum habt ihr hier nichts hingelegt? Das wäre irgendwie cool gewesen. Aber okay. Naja, gib mir meinen Pfeil wieder. Da hinten liegt auch nichts? Nein. Ich glaube, wir müssen 2000... Ja, Genau, wir müssen 2000 Gegenstände, also in dem Goldwert von 2000 müssen wir klauen, das ist schön. Aber das werden wir wohl zusammenkriegen, hoffe ich. Aber hier muss man wirklich ganz genau gucken, weil sonst übersieht man die Hälfte. Und das kann ich ja auch bekanntlich sehr gut die Hälfte übersehen. Hier müsstest du so hochkommen, oder? Ja, auf das Schild ist schön, dass du da so hochkommst. Danke. Weil ich glaube, hier liegt auch etwas drauf. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, ich wusste es doch. Beute, die erste in diesem Level. Da kommen wir nicht hoch. Ah, okay. Soll mir das gefallen, dass ich hier schon runter kann?
Ach, da hat uns schon ein Zombie gesehen, gehört, wie auch immer. Ja, reg dich nicht auf. Dir tut hier keiner was. Oh, nee. Ich möchte das vernünftig abgehen und nicht hier so... Dann verliere ich den Überblick. Kannst du Türen aufmachen? Geht das? Ach, du hast uns ja nicht mal gesehen. Ja, dann. Garrett, du dürftest da gerne wieder rüber. Danke. So, hier habe ich ja keinen... Ach, noch einen Heiltrank übersehen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich gern so viel übersehe. Na, ja. Da liegt ein Schreiben. Ist das ein I oder ist das ein L? Das ist ein L, glaube ich. Lendros. Der Stadtrat ist für eure Anstrengungen und die eurer Männer beim Errichten der großen Mauer in diesem Notfall zutiefst dankbar. Schon jetzt beginnt die Mauer uns vor den Gefahren zu schützen, die hinter ihr lauern. Wir wissen, welch endlose harte Stunden ihr bereits geleistet habt, doch können wir euch keine Rast gönnen. Die Vollendung des Bauwerks ist von größter Bedeutung. Wir teilen euren tiefen Kummer um die von Zombies gemordeten Arbeiter Barton und Adan. Doch wisst, dass die Zahl derer, die den Zombies zum Opfer gefallen sind, Legion ist. Nun, da wir die Stadt befreien und die Verletzten versorgen, haben wir eine Kompanie Wachen bereitgestellt, um eure Leute beim Abschluss der Arbeiten zu begleiten. Lasst euer Werk nicht durch Furcht fallen. Die Stadt zählt auf euch. Versagt in unseren Stunden der Not nicht. Lord Withsimmons. Ja, du sitzt irgendwo in einem schönen Büro oder was weiß ich, wo du sitzt und lässt hier so arme Leute hier irgendeine Mauer errichten. Das ist nicht nett. Ne? Und ja, da sind wir hergekommen. Sollten wir den Zombie vielleicht einfach schlafen legen? Ach ja, wir haben jetzt Konstantins Schwert. Das ist auch sehr schön, dass wir das behalten durften. Und dieses Schwert hat ein besonderes Feature, sage ich mal. Aber dazu kommen wir später noch. Das werde ich euch dann zeigen. Monsieur Zombie, möchten Sie kommen? Naja. Ach, das ist die eine Tür. Die werden wir doch direkt mal aufschließen. Na, komm. Ah gut, das geht. Hätte ich mir zwar auch sparen können, weil wir da ja eben unten schon waren, nur ich möchte das gerne vernünftig abgehen und nicht irgendwie so, dass ich den Eindruck habe, ich würde die Hälfte vergessen. Das mag ich nämlich überhaupt nicht, wenn ich diesen Eindruck habe. Hast du mich gesehen? Zombie, ich mag dich nicht. Da oben lag nichts, oder? Nochmal bitte gucken. Boah, reg dich doch nicht unnötig auf. Es ist doch noch gar nichts passiert hier. Oh, guten Tag. Ja, wie jetzt? Hä? Du suchst nach mir und gehst dann wieder. Cool. Oh. Garrett, dein Schwert ist schon so breit. Und dann... Oh no, hier ist noch ein anderer Gefährte. Und zwar die Barracks schon wieder. Ich glaube, er kommt. Weck mir bloß den Zombie nicht wieder. Ich habe ihn gerade so schön schlafen gelegt. Komm her, du Ferkelchen. Und Zombie, ich glaube, du schwebst wieder in der Luft. Oder sieht das nur gerade so aus? Wo ist der? Barrick, ich höre ihn panisch laufen und Geräusche machen, aber... Naja, er wird uns noch früh genug begegnen. Gut, wir waren hier. Da war nichts und da... Was ist da? Ach, hier sind wir rein. Gut. Gut. Sollen wir runter oder nicht? Keine Ahnung. Wir gucken erstmal hier. Hallo, wohnt da wer? Oh, Garrett, du kannst hier durchspringen. Okay. Sehr akrobatisch heute, Garrett. Da könnte eventuell auch was drauf liegen. Ja, komm. Ich wollte gerade sagen, oder musst du wachsen? Hier ist nichts. Warum habe ich erwartet, dass da irgendwie was liegt? Doch. Hohoho. Da vorne auch. Bevor ich mich wieder blamiere. Nein. Gut. Sehr schön. Finde ich gut. Dann könnten wir jetzt runtergehen, obwohl ich da oben auch gerne gucken würde. Na komm, verschießen wir mal ein Pfeilchen da dran. Ja, das war sehr schön, Garrett. Weil ich möchte alles an Beute möglichst direkt finden und nicht, dass ich hier nachher wieder rumlaufen muss und Beute suchen muss. Da hinten liegt was. Natürlich. Ich schieße hier den Pfeil hin und auf der anderen Seite muss natürlich dann die Beute liegen. Das ist so typisch. Das ist wirklich typisch.
Fall bloß nicht runter, Garrett. Nein! Verdammt. Ja, eigentlich einen weiter Sprung und dann müssten wir drauf sein. Ja. Ich glaube, wir machen das anders. Wir wissen ja jetzt, wo die verdammte Beute liegt. Machen wir das einfach so. Das dürfte ja hoffentlich funktionieren. Komme ich da so schon dran an die Beute? Ach komm, Garrett. Garrett. So, manchmal verstehe ich dich nicht. So, jetzt können wir da runtergehen, uns in die Tiefen wagen und hier sind wieder irgendwelche Fässer. Wer hinterlegt hier Fässer? Ach ja, ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Mhm. Pilz, ich möchte dich ausmachen. Und jetzt geht's schon wieder nicht. Beute! Und hier wohnt keiner. Seid ihr euch da sicher, dass hier keiner wohnt? So ein Zombie oder irgendwo so was anderes Nettes? Weil das hier sieht mir sehr nach Barracks aus. Das heißt, wir dürften gleich wohl bestimmt ein paar begegnen. Ich sage es doch. Ja. Wie töten wir ihn denn? Noch, wir haben 50 Breitkopfpfeile, ja dann. Komm her, mein Freund. Ich glaube, du bist da vorne reingegangen, oder täuscht das? Hallo, kommst du mal zurück, bitte? Ich höre dich doch. Ja, von da kannst du nicht kommen, finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ja, dann halt nicht. Dann, ja. Das ist nur ein Knochen und Beute. Der Raum hier ist sehr cool, weil hier liegt in jeder Ecke, glaube ich, irgendwas. Da liegt ein Schlüssel. Pfeile. Hier liegt auch noch was. Wer verliert hier Beute? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wer hier Beute verliert. Und wo ist der Barrack hin? Ja, wo ist er denn? Will der mich jetzt verarschen? Wo ist der? Ja, ich sag ja, in jeder Ecke. Unnormal. Ja, hier ist sonst nichts mehr gut. So, Barrack, jetzt geht's dir aber an den Kragen, wenn du mir schon aus dem Weg gehst hier. Du hast wohl schon Angst, wa? Verstecken uns jetzt einfach mal hier. Wenn er denn dann mal kommt. Aber er scheint sich bei seinem Rückweg ja sehr viel Zeit zu lassen. Das macht ihn mir sehr unsympathisch. Nee, wir können die Pilze nicht ausmachen. Hier kann man sich auch nochmal verstecken. Will ich das? Hallo, Barrack. Hast du dich irgendwo verbuddelt oder was hast du gemacht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn höre oder nicht. Hätte ich ja noch 1000 Jahre auf dich warten können. Ich hoffe nur nicht, dass du jetzt ausgerechnet zurückkommst. Das wäre irgendwie typisch. Naja, hier ist es so halbwegs dunkel. Seit wann können die Viecher schwimmen? Ich bin gerade etwas irritiert. Ah, okay, das ist kein tiefes Wasser. Ich wollte gerade sagen, sonst wäre ich sehr irritiert gewesen, warum die Viecher auf einmal schwimmen können. Hier liegt aber auch nichts. Wir folgen dem Barrack einfach mal unauffällig. Nur, dass ich gleich schon wieder keine Ahnung habe, wo ich bin. Ah, du bist bestimmt da hochgegangen, wa? Liegt hier irgendetwas? Nö. Schade. Dann müssen wir wohl hier diese Strömung rauf. Naja, wollen wir einfach mal gucken. Weil ich frage mich ernsthaft, wie der Barrack das geschafft hat. Frage ich mich wirklich. Aber okay. So. Kann mir gerade mal irgendjemand sagen, wo der Barrack hin ist? Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wo soll der denn sein? Naja, wir gucken erstmal hier. Hier ist wieder so schöner Metallboden. Aber der stört mich jetzt mal überhaupt nicht. Doch, der stört mich sehr wohl, der Boden. Oh, Garrett. Da hast du jetzt aber echt Glück gehabt.